habe das Gefühl, dass ich irgendwas machen wollte, wo ich komplett vergessen habe mittlerweile, dass ich es machen würde. Was wird für ein... Oh ja, was wird das für ein Tattoo? Habe ich ein Oberteil von meinem Merch an? Nee. Kali hat mal für die Set Reunion ein... Also das da ist. Die Set Reunion... Alle Follower sind ja automatisch in der Set Reunion mit drin. Ich nenne halt das Ganze mein Kollektiv, die Set Reunion halt. Z steht einmal für Set Reunion, einmal für Sera TFK für mich. Und da hat Kali mal ein Logo-Design, so zwei Äxte. Und die kommen hier dran. Mega geil. Weil das bin ich, das war ich. Ja gut, die Sera, der existiert schon seitdem ich, glaube ich, 12 Jahre alt bin. Mittlerweile bin ich 34, das wird mich mein Leben lang begleiten. Ich habe auch schon gesagt, wenn ich ein alter Opa bin, ich habe ja nichts anderes zu tun, werde ich immer noch streamen. Deswegen mega krass, also das muss einfach verewigt werden. Hier habe ich einen guten Loki. Der gute Loki an der halt Seite. Und hier finde ich, ist ein bisschen kahl, von daher. Thors Hammer haben wir hier auch noch. Raum der Zerstörung von Elder Scrolls. Vielleicht nächstes Jahr, vielleicht siehst du die Nifter Boys. Ja... Ich glaube, Freitag ist der Alex da, ne? Ich glaube, Alex ist Freitag, Samstag da und Chris ist ja Mittwoch, Donnerstag da. Die sind halt zu getrennten Zeiten da. Also den Alex müsst ihr eigentlich treffen da. Nee, es gibt kein Bild. Hä? Was für ein Bild? Achso, vom Tätowieren. Das kann ich natürlich machen. Lieben gern. Spätestens Anestis, mein Tätowierer, wird sowieso auf seinem Instagram-Profil ein Bild davon posten. Aber von mir gibt es natürlich auch Bild. Und wenn du sehen willst, das ist meine Schokoladenseite. Du wirst es ab jetzt immer bei mir im Livestream sehen. Habe ich dir den Raid zu verdanken, Charlie? So, für mich ist es auch Feierabend. Wünsche euch noch viel Spaß und eine gute Nacht. Hi! Schön, dass du heute mal wieder reingeschaut hast. Es war mir eine Ehre. Love gut, bleib gesund. Wir sehen uns spätestens innerhalb von den nächsten 5 Wochen wahrscheinlich mal wieder. So habe ich es verstanden. Perfekt. So kann es natürlich so auch sein. Info ist, dass Chris ab Mittwoch und Alex hält ab Freitag. Ja, das... Dann beide zusammen ab Freitag. Da ist und Alex hält ab Freitag. Heißt beide dann ab Freitag. Aber hält ab Freitag heißt ja eher, dass er dann... Ja, werden wir ja sehen. Also halt wollte er bestimmt schreiben, oder? Halt ab Freitag. Ach so. Also umso besser, ganz ehrlich. Dann sieht man mal beide. Umso cooler. Naja, halt. Kali, okay. Kannst du mir noch eine Brücke machen? Ach so. Ja, das habe ich schon wieder voll vergessen. Okay. Nur eine. Nur eine? Eine. Ah, du wolltest doch zwei? Ich muss noch ganz kurz ja, alle Tische abklappern. War einfach nur ein Karpfen, weißt du? Hier. Jungle Peach. Ach, das ist ärgerlich, Alter. Naja, schade, schade, schade. Dann wird unsere... Ich hoffe mal, die zieht nicht wieder aus. Wenn sie ihr Herz verliert. Das wäre ein bisschen tragisch. Ich würde trauern. Oh, Fotorequest. Ich krieg 12.000, wenn ich einen Ember Chunk... Wo soll ich denn jetzt einen Ember Chunk herkriegen? Alter, okay, das ist die krasseste Aufgabe, die ich jemals gesehen habe. Das ist unmöglich zu erfüllen. Da muss ja wirklich ein Ember Chunk lagern, gar nicht verkaufen. Sonst kriegst du die nicht hin. So, wie sieht es mit der Garage aus? Kann ich da jetzt noch was machen oder gehen wir gleich pennen? Fast und fertig. Übrigens... Oh, er ist wieder drinne. Hast du ihn reingebracht, Schnucki? Ja, mit der Wombat-Pfeife. Stimmt, die haben wir ja. Dann geht es ja auch alleine. Sagen die Silos. Und oh, die sind ja noch randvoll. Danke. Aber Ara? Ja? Wir brauchen noch eine zweite Garage, ne? Okay. Ich... Ein Helikopter-Landeplatz. Der ist doch hier in der Mitte. Oh, meinst du, der passt da rein? Ich weiß nicht, wie groß er ist, aber sonst nehme ich halt noch eine Brücke also weg. Also ich habe tatsächlich an den Traktor gedacht, weil ein Traktor ist meist immer riesig. Na, die sollten hier ohne Probleme reinpassen. Wir müssen auf jeden Fall 4 Motorräder
stapeln. Auch wenn du fährst unter die Brücke, dann ploppt es weg. Der Traktor ploppt weg. Blub. Das wäre geil. Einfach, ja, das wäre 1,5 Mille weg. Geil. Ara freut. Freut sich dann. Ara freut. Punkt. Aber das können wir mit einem billigen Fahrzeug testen, mit dem Rasenmäher oder so und dann... Ach, das wird doch nicht... Also das wäre krass, wenn Fahrzeuge die spawnen, wenn du drunter fährst unter Brücken. Also... Ne, never. Also ich bin schon sehr viel mit dem Jetski und mit dem Boot durchgefahren, also unter den Dingern. Aber ich bin nie ausgestiegen. Doch ein einziges Mal bin ich ausgestiegen. Und da ist auch das verschwunden. Nee, da ist es nicht verschwunden. Aber der Schnucki, ja. In der Charging Station kannst du den Kompaktor, mit dem du die Erde wegmachen kannst, laden und den Metalldetektor. Also quasi alles, was von ihm gelb ist. Also alle Sachen, die du von ihm kaufen kannst, kannst du aufladen. Ist sehr gut. Keine Ahnung. Da kommt meine Mütze nochmal auf. Oh nein, ich brauche einen Friseur. Hey, man kann da nochmal Käse reinmachen? Das muss ich ausprobieren. Die Frisur ist nicht gewollt, ne? Nur so nebenbei. So, ich muss dann aber auch mal schlafen für heute. Alles klärchen. Dann für den heutigen Gamescom-Tag. Dann viel Spaß auf der Gamescom. Und gute Nacht, Charlie. Schön, dass du nochmal da warst. Man sieht sich wieder. Samstag, Freitag und Samstag bin ich nicht live. Leider Gottes. Aber geht ja auch nicht. Bin ich ja nicht hier. Aber dafür kann man, wer sich langweilt, natürlich auf meinem YouTube-Kanal, SerenTFK, gerne auch mal Liebe da lassen, Abo da lassen. Alle Let's Plays. 8 laufen aktuell. Da sind auch noch ältere Let's Plays. Da gibt's alles. Von jedem Genre. Da ist für jeden was dabei. Habt ihr genug Freizeit und genug SerenTFK. Na gut. Ich würde gerne, ja, ich wollte gerade sagen, ich würde gerne schlafen gehen. Das sieht so, ganz ehrlich, Dinkum sieht dynamischer aus als Star Citizen. So von den NPCs her. Die treffen sich, die NPCs gießen die Felder. Die machen halt wirklich produktive Dinge. Die quatschen sogar untereinander. Ja. Schön. Ich liege im Bett. Was ist denn dein Hut denn? Der lädt gerade in der Charging-Station. Achso. Ja, deswegen habe ich ja geweint und gesagt, ich brauche einen Friseur. High-Quality-Käse. Oha. Guck. Das ist normaler Käse. Verkauf. Das ist High-Quality. Wie hast du den High-Quality gemacht? Mit High-Quality-Milch? Mit der hier. Wie hast du die High-Quality-Milch bekommen? Random, durch die Kühe. Also durch die. Kauf mal beides einzeln. Aber wirklich einzeln, um zu wissen, was das bringt. Umso höher die Tiere die Herzchen haben, umso bessere Sachen geben sie. Ja, zum Glück kümmern wir uns nie um die. Geil, gut. Na, ich ab und zu mal. Ja, ich dann. Ja, dann. Warte, ich hab in deiner Kiste rote Sachen reingemacht. Den Rest habe ich schon angepflanzt. Aber hinten angepflanzt, ne? Bei meiner Farm. Da, wo noch voll war. Wo noch leer war. Ich hab die Samen einfach doppelt reingesteckt. Oder die ein Leuchtehelm. Ich hab immer noch kein ganzes Herz, ey. Das heißt, du hast Herzschmerz? Ich frage mich, warum ich bei dem Forscher nicht vorankomme, obwohl ich bei dem die ganze Zeit die Missionen mache. Ja, 4 Missionen musst du halt machen. Ah, jetzt endlich. Jetzt habe ich ein komplettes Herz. Perfekt. Mann, hat das gedauert, ey. Und jetzt müsste ich ja eigentlich... Ne, ich bekomme keine Fahrzeuge mehr. Muss ich vielleicht auch 180.000 ausgegeben haben? Das könnte sein, ne? Hat doch Kali auch noch nicht gemacht. Ja, wobei doch, hat sie. Ja, aber hä, wie dumm wäre das denn, wenn du den NPC nicht so nutzen kannst, wie es hier ist? Ja, ich kann nichts kaufen. Oh nein! Du kannst sie nicht kaufen, aber siehst du die auch gar nicht erst, oder? Nee, ich sehe nichts. Ich habe nur 3 Fahrzeuge. Ey, aber mehr Fahrzeuge haben wir doch auch nicht, oder?
Nee, doch klar, du hast dann den Trecker und den Helikopter. Das stimmt, du hast ja gesagt, bei Lizenz hast du ja schon alles. Ich habe alles, ich bin näher am höchsten. Ich habe die beste Lizenz. Ach so, ich habe mich so sehr aufs Motorrad gefreut, aber ich kann das ja noch gar nicht machen, weil mir die Lizenz dafür fehlt. Dann soll ich es für dich machen? Wenn du es nicht siehst, schwierig. Wieso? Ich habe das Motorrad. Ich habe den Rasenmäher, das Motorrad und den Jetski. Ach so. Ja, warte mal, vielleicht kann ich ja auch. Also dieser High Quality Schieß kostet 3.850. 3.000? Ja, fast 4.000. 10 Gears. 2 Old Wheels. Ein Motor, 4 von denen. 5 Iron Bars. Habe ich irgendwas vergessen? Springs habe ich, ne? Ja. Gears habe ich dir gedroppt, 10 Stück, ja. Ja, müsste eigentlich alles sein. Okay. Ja. Ist der nicht am Sitzen? Ach ja. Achso, der ist noch in der Charging-Station. Er ist schon fertig. Ah! Spielt schon, ne? Diese Optik. Und jetzt kommt diese Friseurin einfach nicht mehr. Achso, ich werde aber. Oh nein, ich habe mein Piratenhut. Ja, toll, jetzt ist. Ich müsste eigentlich meinen Piratenhut wieder aussetzen. Und fertig. Alter, ich habe einfach einen. Guck mal hier, ich mache einen Gainer. Zack! Alter, ich mache voll den Gainer. Bam. Dafür habe ich damals beim Tricking ein Jahr lang üben müssen für einen Gainer. Wahnsinn. Mütze wieder ausziehen. Sonst habe ich heute Abend keinen Saft mehr. Du? Ich fliege auf deiner Glatze rum. Ey, die ist frisch poliert. Da rutschst du richtig gut. Und jetzt stellt er das erst her oder was? Oder? Ich glaube, immer am nächsten Tag kommen die Sachen. Wollen wir schlafen gehen? Ja, ich bin fertig, also von mir aus. Der letzte Tag hier. Okay. Wollen wir wir können ja den überspringen und den nächsten Tag als letzter Tag nehmen. Ja. Okay. Ja. Wollen wir den Tag skippen und den nächsten Tag als letzten Tag nehmen? Ja. Ja, okay. Ich komme ins Bett. Wir tun einfach so, als wäre es Sonntag, weißt du? So ein typischer Sonntag. Den verbringen wir jetzt den ganzen Tag im Bett. Halt. Mein Hut ist auch gar nicht mehr da. Ich hatte ihn die ganze Zeit im Moment. Ah, schon besser. Da sieht man nicht, dass ich 34 Jahre alt bin. So. Ara schläft einfach am anderen Ende des Raumes. Hey. Wartet. Oh, das war eigentlich ganz gut. Weil dann kriegt man den jetzt wahrscheinlich, ne? Der hat ja ein Dreiviertel Herz. Vielleicht kriege ich jetzt Melbourne endlich voll. Yeah, mein Motorrad einmal ist da. Oha. Und zweimal. Aha, ja. Guck mal. Was denn? Wir haben Headgears. Oh. Der hat für uns bestellt. Krass, danke. Ja, geil. Und? Oha. Mein Motorrad. Oha. Ich brauche die Lizenz, um es zu fahren.
Ja dann, viel Glück. Alter, Alter. Geil. Digga. Moin Manuel. Ich bin eigentlich gerade am Schlafen gehen. Wollte dir nur kurz Bescheid geben, dass ich es mit der Twitch-App hinbekomme. Ah. Siehst du, und ich hab dich komplett vergessen. Oh shit. Ich brenne. Mayday. Oh nein. Er hat das Motorrad kaputt bekommen. Scheiße, ich hab dich komplett auch vergessen gehabt. Aber schön, dass du es hinbekommen hast. Freut mich. War auch gar nicht so schwer, oder? Ja dann, in diesem Sinne wünsche ich dir auch schon eine wunderschöne gute Nacht und ja, bis die Tage. Vielleicht sieht man sich auf der Gamescom. Freitag. Alter, Ara macht die Felder weg. Moin McRaster, wie geht's dir? Ich grüße dich. Schön, dass du wieder dabei bist. Oh nein, da hast du aber auch nicht so viele rote Seeds bekommen, wa? Nee. Schade. Das Motorrad ist wesentlich schwieriger zum Fahren als der... Au! Bei mir warst du gar nicht was da. Was muss ich machen hier als Dailies? Ich hätte es gerne eigentlich. Mach mal. Als der Jetski. Also, wir lassen das sowieso für alle, ist jetzt nicht meins oder so. Das bleibt hier immer in der Mitte stehen, da können wir das immer nutzen, wenn wir es wollen. Deswegen habe ich ja auch gefragt, ob wir nicht irgendwann mal Straßen bauen wollen, weißt du, die in alle Richtungen weggehen. Dinkum, good game, I love it. Greetings from Mongolia. Ah, Mongolia? I'm not entirely sure where Mongolia is. Is it a city or a land or what is Mongolia? Ulaanbaatar. Ach, da steht's ja, glaube ich, sogar Ulaanbaatar. Ulaanbaatar ist dann, glaube ich. Ich muss jetzt googeln, Moment. Ulaanbaatar. Noch besser, Google Maps. Moment. I search your location in Google Maps, my friend. Just wait a second. Where is Ulaanbaatar? Der Mongolei. Ah, so, deswegen, ja. Mongolia ist in German Mongolei. Ulaanbaatar. Eieiei. Where is the little... Ah, there's a little boy you can place in the city where you can watch around. So, I drop him down. Oh. There is nothing. Some buildings. Mountains in the background. Sky with some fonts. There are fonts in the sky. How can I put them? Other location. I can't place him. Ah, well, it works. Where are the big buildings? There are no big buildings. Muss halt wirklich schlafen, sonst komme ich morgen gar nicht mehr raus. Ja, war nicht schwer. Microsoft bietet Twitch Lib als Nougat. Das ist ziemlich angenehm. Witzig, ich habe tatsächlich spontan am Freitag Urlaub. Habe auch schon überlegt, zur Gamescom zu fahren. Ja, hä, dann mach doch. War doch mal wild, Alter. Mal ein paar Leute hier sehen. Da poste ich dann auf Instagram eine Location. Ja. Dann poste ich auf Instagram eine Location. Dann treffen wir uns da mal. Und wenn ihr dann all da seid, renne ich ganz schnell weg. Weil ich keinen Bock habe. Einfach am Wegrennen, Alter. Stellt euch mal vor. Da ist ja Sarah. Oh, fuck. Schade, dass du nicht in einem Cosplay hingehst. Hä? Ich hab doch gesagt, ich gehe in einem Cosplay. Ich gehe als Sarah TFK verkleidet dahin. Wow. Du hättest als Killjoy gehen müssen.
will ja keiner sehen. Ja. Wenn, dann müsste ich so als Brimstone dahin oder als Breach oder so, als muskulösen, kranken Dude. So wie ich hier, meine Arme, die... Gut, da waren mal Muskeln. Gab's noch in Erinnerung, dass... Ich hatte wirklich mal Muskeln, Leute. Ich bin mal ins Fitnessstudio gegangen.